Hallo, ich bin Moritz von Digital Yachts, hier auf der Boot in Düsseldorf 2024. Und heute werde ich euch von dem neuen Nummer 2 erzählen. Der Nummer 2 ist ein Klasse B AIS-Transponder. Er empfängt und sendet AIS-Daten. Mit der Möglichkeit, es über USB die Stromversorgung zu kriegen, das USB-Kabel kann man in einen Laptop stecken, in eine Powerbank oder so und sehr einfach die Möglichkeit haben, den auszustecken und wieder anzustecken. Das Unit wird verbunden mit dieser Antenne. Das ist eine GPS- und UKW-Antenne. Und es kommt mit einem Kabel, das man hier in die zwei Stecker reinsteckt. Kann man ganz einfach oben auf dem Boot, auf dem Heckkorb oder auf dem Niedergang platzieren, um da das Signal zu kriegen. Das Wichtigste und das Beste an dem Nummer 2 ist, dass er eine WLAN-Schnittstelle hat. Das bietet die Möglichkeit, AIS-Daten dann auf dem Tablet zu kriegen und sie in Navionics, NV-Charts und aller möglichen Navigations-Apps einzuspielen. Das bietet die Möglichkeit, einfach sehr einfach die AIS-Daten zu kriegen und sie mit den Navigationsmöglichkeiten zu kombinieren. Denn der nächste einfache Schritt, das Gerät zu konfigurieren, ist, man loggt sich einfach in das WLAN der Box ein und hat dann die Möglichkeit, die MMSI zu ändern, einzugeben, die Schiffsdaten einzugeben. Und wenn man dann von Boot zu Boot geht, kann man ganz einfach einen Code von Digital Yachts kriegen, um das Gerät wieder zu resetten und die Möglichkeit, eine neue MSI einzugeben. Ja, für mehr Informationen können Sie gerne auf digitalyachts.de sich einloggen, um mehr über dieses Gerät herauszufinden. Vielen Dank.